Und jetzt kommt eine Info, eine kurze Information, das, was den Klimawandel betrifft und das CO2 betrifft. Es ist jetzt nämlich so, jetzt kommt die Richtigstellung und die Wahrheit. Achtung, hört nicht von dem, was gesagt wird, dass die Kühe so viel CO2-Ausstoß machen durch ihre Blähungen und Rübser mit dem Methan, was sie ausstoßen. Das soll nur daran hindern, dass wir mehr Fleisch essen. Wir sollen nämlich weniger, nur dafür sorgen, dass wir weniger Fleisch essen. Aber ab und zu einmal ein Fleisch ist nicht schlecht. Tierisches Eiweiß ist für den Körper gut. Die Veganer hingegen müssen noch spezielle Tabletten nehmen, denn die haben diese Stoffe nicht. Die müssen die Tabletten nehmen, damit sich der Körper das bekommt, was er braucht. So ist das nämlich. Und bevor es, wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen und sagen, ja, bevor es die Flugzeuge gegeben hat und auch die vielen Fabriken und Kohlekraftwerke, bevor es das und die Autos gegeben hat, haben die Kühe und alle anderen Tiere schon immer gerübst und Blähungen gemacht. Selbst wir Menschen rübsen und machen Blähungen. Hallo? Wir stoßen auch diese natürlichen Gase aus. Und das sind rein natürliche Gase. Nichts mehr. Hingegen die anderen Gase, was die Autoabgase betrifft und die Flugzeugabgase und eine Rakete beim Start, Raketenstart, die was ins All fliegt, um die Satelliten ins All zu setzen, damit wir telefonieren können mit dem Handy und Internet schauen können und fernsehen können. Diese Raketenstart für diese Satelliten ins All zu bringen, da ist beim Start ein Haufen CO2-Ausstoß und dann die Kohlekraftwerke und Fabriken, das sind die giftigen Abgase. Und das ist das, was die Pflanzen nicht verarbeiten können. Davor haben die Tiere immer schon Blähungen gemacht, Kühe und so. Das hat es immer schon gegeben, aber die Bäume, die Pflanzen haben das verarbeiten können und weiterhin im Sauerstoff umwandeln können. Sie atmen den Stickstoff ein und wandeln es im Sauerstoff um. Das ist so dieser Kreislauf. Das hat es immer schon gegeben, alles natürlich. Aber das, was die, aber dann die Autoabgase, was dann wieder die Autos gekommen sind, die Flugzeuge gekommen sind, das ist das Schlimme. Die Autoabgase, die Fabriken und die Kohlekraftwerke und vor allem die Raketenstarts, was die Satelliten in das Weltall schicken. Das ist das, der ärgste CO2-Ausstoß überhaupt. Und genau das ist das, was zu viel ist. Und das können die Pflanzen nicht mehr verarbeiten. Das, so schaut's aus und nicht die Tiere. Okay, das ist alles natürlich. Nein, Raketen, Start ins was ins All fliegen und die Satelliten fürs Fernsehen und telefonieren mit dem Handy und Internet, Satelliten, ja, hinaufbringen, das ist der meiste CO2-Ausstoß. Und das sind giftige Gase und Autoabgase, Flugzeugabgase, Fabrikabgase, Kohlekraftwerkeabgase. Das sind die giftigen Abgase und das was ist das, was nicht sein darf, was zu viel ist. Darauf müssen wir aufpassen. Und ja, die Tiere, die Kühe und so in Ruhe. Das wollte ich noch sagen. Denn man muss giftige Abgase und die natürlichen Abgase auseinanderhalten. Wir Menschen machen auch Blähungen. Und auch unbewusst. Okay? Das ist alles rein natürlich und normal.
Das wollte ich noch sagen. So schaut's aus. Denkt mal darüber nach. Tschüss, bye bye.